Nein, keine Bilder von Finanzmärkten, von hektischen Männern, merkwürdige Zeichen machend an irgendeinem Börsenplatz, keine Politiker in Limousinen und ein, zwei Schnitte später vor einer Phalanx von Mikrofonen stehend. Dafür junge Griechen am Strand, die davon sprechen, dass sie wohl nur in einem anderen Land Arbeit finden werden, Putzfrauen nach Massenentlassungen, spanische Familien zu Dutzenden zwangsgeräumt, weil sie als Folge der Finanzkrise und der Bankenrettung ihres Landes ihre Mieten nicht mehr zahlen können. Oder der ausgedörrte bis kollabierte Bildungssektor. Für Athanasios Makvati, Professor für Psychologie in Thessaloniki, ist die Entwicklung, die seine griechische Heimat unter dem EU-Rettungsschirm durchmacht, durchaus nicht singulär. Die kennen wir aus der Welt, wo Neoliberalismus schon existiert. Mit 60% Jugendarbeitslosigkeit ist Bildung eine sekundäre Sache für die Herrschenden. Weil wenn man 60% von Jugendlichen gar nicht verwerten möchte, ja, dann muss man sie auch nicht ausbilden. Die Eurokrise und die Umschuldung Griechenlands von 2010 inklusive der milliardenschweren Hilfspakete mit entsprechenden Auflagen der Troika haben die griechische Gesellschaft mit anderen Worten sozial aus den Angeln gehoben. Was zur erkenntnisleitenden Frage von Wesley Franke und Herdolo Lorenz führt: Wen haben die Milliarden gerettet? Wer rettet wen, ist ein Aufklärungsfilm. Einer, der kein Blatt vor den Mund nimmt, der von den fatalen Folgen der Privatisierung öffentlicher Güter berichtet, der Deregulierung des Arbeitsmarktes, dem Abbau öffentlicher Leistungen spricht, der den griechischen Zahnarzt zeigt, der einmal in der Woche die Menschen behandelt, die sich keine Krankenversicherung leisten können, der den Allgemeinmediziner zu Wort kommen lässt, der wutschnaubend davon berichtet, dass einige seiner Patienten die Chemotherapie nicht mehr bezahlen können. Wer rettet wen ist eine Dokumentation, die Schritt für Schritt zeigt, warum nicht Griechenland durch den EU-Rettungsschirm gerettet wurde, sondern die griechischen Banken, und vorrechnet, warum Griechenland nun noch mehr Schulden als zuvor hat. Und wer rettet wen schlägt dann den Bogen zurück zur Finanzkrise, als die sogenannten systemrelevanten Banken gerettet wurden, diejenigen, die offensichtlich, so die Grundthese der Filmemacher, verstanden haben, aus der Krise Kapital zu schlagen, was fatale Konsequenzen für unsere Demokratien hat. Juan Torres López, Ökonom an der Universität von Sevilla, meint in Leslie Frankes und Herdolo Lorenz Film: Habermas hat es vor einigen Monaten schon gesagt. Die Demokratie in Europa wird gerade abgebaut. Warum? Wenn die Politik das genaue Gegenteil dessen zu machen versucht, was 80% der Bevölkerung wollen, ja, dann stört Demokratie. Dann ist sie ein Hindernis, ein Problem, das beseitigt werden muss. Wer rettet wen trägt den Untertitel »Die Krise als Geschäftsmodell auf Kosten von Demokratie und sozialer Sicherheit«. Mag man das so sehen oder findet man das übertrieben? In jedem Fall schwingt ein düsterer Ton über die neoliberale Entwicklung unserer europäischen Gesellschaften mit. Doch Leslie Frankes und Herdolo Lorenz engagierter, sicher auch provozierender, aber nie demagogischer Blick auf die zeitgenössische Krise schafft es, auf eindrucksvolle, wie schockierende Weise hinter den Theatervorhang der aktuellen Medienberichterstattung zu blicken. Und wenn Mario Draghi, der heutige Präsident der EZB, 2012 als damaliger Vizepräsident von Goldman Sachs meinte, dass das europäische Sozialmodell Vergangenheit sei, dann werden, nachdem man diesen Film gesehen hat, die Hintergründe und auch die Motive dieser Bemerkung deutlich. Man muss, wie gesagt, der gesellschafts- wie finanzindustriekritischen Diagnose dieses Films nicht zustimmen. Aber die Bilder der sozialen und politischen Verwerfungen, die die Finanzkrise und die Rettung unterm Euroschirm zur Folge hatten, sie sind eben nicht einfach wegzuwischen. Vielleicht ist es auch ein Schock, dass solche bewegenden, aber eben auch solche analytischen Bilder im Mahlstrom unseres Nachrichtenalltags keinen Platz mehr haben, sondern eher geschriebene Sätze wie den gerade eben mal wieder gelesenen, dass die Griechen am Zustand ihres Landes vor allem selbst schuld seien. Solch lapidarer Zynismus hält nach diesem komplexen Film »Wer rettet wen?« wohl kaum stand, auch nicht gegen die Bemerkung des Ökonomen Hans-Werner Sinn vom IFO-Institut für Wirtschaftsforschung, der im Film »Wer rettet wen?« meint: Es ist geradezu das Geschäftsmodell der Banken, dass im Krisenfall die Staatengemeinschaft zur Rettung herbeigerufen wird. In guten Zeiten macht man Gewinne, in schlechten Zeiten setzt man darauf, dass der Steuerzahler zu Hilfe kommt und die Verluste trägt. Das mit der vorgeblichen Rettung von Griechenland, Spanien, Irland und so weiter, das erscheint nach diesem Film in einem irritierenden anderen,
wie brutalen Licht.